Willkommen zu einer neuen Folge Planetary Annihilation bei den Spielkindern. Heute mal wieder mit der KI als Gegner. Das gehört nun mal auch zum Spiel. Viele Leute interessiert das, vielleicht nicht jeden, wie die KI so drauf ist in einem Strategiespiel. Also ich kenne den einen oder anderen, der fast nur allein zu Hause sitzt und Strategiespiele so spielt gegen die KI. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht vor vielen Jahren und das hat mir auch viel Spaß gemacht. Das ist auch überhaupt nicht traurig und einsam. Nein, Quatsch. Es macht einfach Spaß, auch mal so ein bisschen Taktiken ausprobieren zu können und auch einfach mal ohne Zeitdruck bauen zu können und so weiter. Die KI muss dementsprechend bei so einem Strategiespiel auch was taugen und wir haben uns die jetzt schon seit einem knappen Monat einfach gar nicht mehr angeschaut. Wird mal wieder Zeit. Deswegen ja, springen wir direkt mal in ein Spiel gegen die KI rein. So, die Kriegsfanfaren ertönen. Es geht los gegen die KI. Thor heißt die bezeichnenderweise. Ich hoffe, dass der mich nicht mit seinem Hammer zermatscht. Ihr werdet jetzt gleich beobachten können, dass meine ganzen Produktionsanlagen, die Energie und Metall irgendwie produzieren, doppelt so viel Metall und Energie erzeugen, wie sie das normalerweise tun würden. Das liegt zu 100% daran, dass ich das so eingestellt habe, damit wir es hier ein bisschen einfacher haben und alles uns angucken können gegen die KI. Man kann jetzt nämlich sozusagen die Stärke der KI so ein bisschen regulieren. Das ist noch nicht besonders komfortabel, weil es eben auch noch nicht funktioniert über eine Art ja, Regler, der die KI auf leicht oder auf schwer oder so stellt, sondern aktuell funktioniert das über ein anderes System, nämlich indem ich den Ressourcenzuwachs steuere, und zwar von mir und von der KI. Die KI steht jetzt auf 1, also auf Standard, und ich stehe auf 2. Und das heißt, ich bekomme einfach doppelt so viele Ressourcen. Man könnte das auch auf 4 stellen oder auf 8 oder auf 9. Das heißt, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es zweistellig auch geht. Aber es wird ja auch irgendwann sinnlos. Also warum sollte ich wollen, dass ich 20 mal so viele Ressourcen habe wie die KI? Das ist ja dann auch komplett witzlos. Da wollen sie, soweit ich das mitbekommen habe, die Entwickler eine andere Methode noch einbauen. Also die wollen das für die fertige Version des Spiels, die ja immerhin in etwa einem Monat erscheinen soll, da müssen sie sich ein bisschen sputen dann jetzt auch mit sowas. Wollen sie da so ein richtiges altbekanntes System einbauen mit leicht, mittel, schwer oder so bei der KI? Ob sie das noch schaffen bis zur Veröffentlichung, ist fraglich. Ob das notwendig ist bis zur Veröffentlichung, finde ich ehrlich gesagt ja. Also nicht unbedingt. Also es funktioniert ja jetzt auch schon das System. Die KI ist auch okay. Die kämpft auch gut. Das werden wir jetzt ja auch, denke ich mal, in den nächsten 20, 30 Minuten sehen. Dass die sich nicht so dumm anstellen wird. Hoffe ich zumindest. Es sei denn, sie ist wieder im Wasser gespawnt, wie was wir auch schon mal hatten. Sodass sie gar nichts leisten kann. Vielleicht kann sie das ja mittlerweile auch. Also man weiß es nicht. Wie sieht's hier aus? Wir haben einen kleinen erdähnlichen Planeten und da außenrum schwebt irgendwo so ein großer Metallplanet. Mal gucken, ob ich da überhaupt noch hinkomme oder ob ich mich mit der KI hier schon irgendwie auseinandersetze, sodass das gar nicht mehr nötig sein wird. Als erstes baue ich mal ein Radar. Schauen wir mal, ob die KI hier irgendwo in der Nähe gespawnt ist. Nein, wie weit ist die Reichweite von dem Ding? Gucken wir mal. Also zumindest hier den Bereich kann ich problemlos abdecken. Ich weiß gar nicht, kann ich das machen? Oh, das ist ja super. Dann kann ich mit Flugzeugen natürlich hier die unterseeischen Ressourcen abgreifen. Das finde ich sehr gut. Baue ich mal noch ein paar Bauflugzeuge. Das kann nicht schaden. Der Commander kann dann mal ein bisschen die Metallversorgung stabilisieren, indem ich hier solche Lager baue in ausreichender Stückzahl. Die bauen sich ja relativ schnell weg. So, und dann ist nämlich auch schon die Energieversorgung wieder im Argen. Ich dachte, ich hätte gerade Schüsse gehört, aber es war wohl doch nichts.
So, Jungs, dann helft mal alle mit beim Bau der Energieanlage. Ja, das ist jetzt nur ganz kurz mal für 20 Sekunden ein Problem mit der Energie, weil die beiden hier gleichzeitig so was Schönes, Dickes bauen. Oh, da werde ich schon angegriffen. Da müssen wir aufpassen. Ich denke mal, ich werde dann gleich mal direkt Jäger bauen, damit die nicht mich hier irgendwie überrumpeln. Hier gleich noch ein paar Abwehrkanonen ins Wasser pflanzen. Noch so ein Generator fertig. Ja, da haben wir nämlich auch schon wieder ein Plus an Energie. Können hier einfach noch ein paar Generatoren bauen. Das läuft doch ganz gut. So, und du fliegst jetzt hier einfach mal in die Richtung und baust hier noch ein paar Metallextraktoren. Jungs, wir brauchen mehr Energie, eindeutig. Es kann so nicht weitergehen. Gut, dann kann der Commander ja jetzt vielleicht auch einfach mal aufhören zu bauen. Und hier nochmal mithelfen, damit hier die paar Generatoren noch schnell fertig werden. So, dann hilfst du halt damit. Ein schwaches Plus war ganz kurz zu erahnen in der Energieversorgung. Na kommt, Leute, dann baut jetzt mal hier noch ein paar. Das kann ja nun echt nicht schaden. Da kommt schon der Gegner. So, genug Baufahrzeuge oder Flugzeuge sollte ich jetzt erstmal haben. Reduziere ich mal hier den Flugzeugbau ein bisschen und baue dort überall Jäger. So, die können dann dahin. Ihr seid hier alle gleich fertig. Dann baut ihr mal hier noch so einen Metallspot. Und ihr baut Energiespeicher. So, ich kann ja mal einen Jäger nehmen und nach dem Gegner suchen. Eben wurde ich irgendwie von hier so ein bisschen angegriffen, aus der Richtung. Gucken, ob wir den finden. An sich dürfte er nicht so weit weg sein. Der Planet ist ja schließlich doch ganz schön klein. Okay, hier bei dem Grand Canyon ist er nicht. Beim schwarzen Riesenfleck auch nicht. Hä? Okay, da war er jetzt gerade wieder. Aha, hier. Here we go. Okay, da ist er also auf der anderen Seite des Meeres. Gut, meine Freunde sind fertig hier mit den Energiespeichern. Dann bauen wir jetzt einfach mal im großen Stil diese kleinen Scheißer hier. Tech 2 Fabriken. Der Commander kann ja gleichzeitig mal eine Marinefabrik bauen, damit wir auch die Schiffe noch sehen können, wie die sich machen gegen die KI-Gegner. Mit den Tech 1 Luftfabriken baue ich jetzt einfach mal Jäger ohne Ende, damit wir die Luftüberlegenheit haben. Kann mal rüberfliegen mit ein paar Jägern, sind jetzt ja nur 17.
ich da irgendwas machen? Na, da kann ich zumindest die Flugzeuge angreifen. Also er ist tatsächlich, glaube ich, im Wasser gestartet. Dafür hat er sich aber erstaunlich schnell ausgebreitet. Also das kann die KI jetzt mittlerweile. Finde ich schön. Sehr gut. Okay, Schiffe habe ich. Dann bauen wir mal ein paar Bauschiffchen. Hier können wir mal ein paar Tech-2-Flugzeuge bauen. Hier baut mal weiter Flugzeuge. Das kann nicht schaden. Und dann baue ich hier mal die Meerenge zu, damit die mir hier nicht blöd kommen. Dann bin ich da wenigstens, was Schiffe angeht, ein bisschen sicher. Dann würde ich sagen, können wir hier nochmal eine große Fabrik bauen. Ich weiß, Energie ist schon wieder ein Problem. Aber das lässt sich ja dann auch gleich ändern. Hier, wenn die fertig sind, sagen wir mal, dann reichen auch vier, ne? Vier große Fabriken reichen auf so einem kleinen Planeten ja eigentlich auch aus, um da ein bisschen was zu reißen. Kann ja mal mit hier einem Jäger noch mal ein bisschen gucken, was der so macht. Ich weiß, der wird nicht lange halten, weil er Luftabwehr hat, aber ist mir egal. So, da hinten ist er also nicht so ausgebreitet. Ich sehe schon, das können wir ja mal noch fertig bauen lassen. Dann baue ich jetzt erstmal ein paar große Generatoren. Lass unterstützen hier. Ach, doch nicht von dir. Du sollst doch. Na gut, jetzt ist auch egal. Können wir mal hier den Rest des Planeten noch abgrasen. Wobei, das mache ich lieber mit einem Tech 2 Typsi. Und zwar mit dir. Können wir erstmal hier noch das in der Nähe der Basis so ein bisschen bebauen. Und dann fliege ich einfach mal nach hier hinten durch. Soll er mal machen. Das kann ja nun nicht schaden. So, ihr baut hier. Machen wir noch ein bisschen Luftabwehr. Genug Jäger habe ich da auf jeden Fall schon. Meine Metallspots sind auch noch funktional tatsächlich. Baut mal alle noch so einen Tech-2-Techniker. Ja, ich glaube, er wagt sich schon langsam hier an Land. Dann sollte ich mal möglichst bald hier auch Bomber bauen. Alternativ auch mal ein paar Schiffe. Sowas hier zum Beispiel. Willst du mich schon wieder angreifen da hinten? Das finde ich aber nicht gut. Ach, der kommt jetzt hier mit Bodeneinheiten. Das ist aber nicht so nett. Vor allem, weil ich jetzt wirklich noch nichts habe hier. Aber ich. Die können auch nichts machen, ne? Toll. Das war ein typischer Fall von Pech gehabt. Na komm. Ja, genau. Jetzt ist nämlich auch das Metall alle. Ach, Kinder. Ihr macht mich alle. Das ist doch jetzt ein Gag mit hier so drei so einen scheiß Einheiten. Na gut, mache ich mal kurz Patrouille an, damit hier zumindest keine Flugzeuge mich irgendwie nerven. Aber ich sollte natürlich jetzt auch langsam mal was gegen
ich eigentlich so einen enormen Metallverbrauch? Wo liegt das denn? Das gibt's doch nicht. Das ist doch jetzt ein Witz, dass die mich wegen so einem Scheiß hier fertig machen. Nur weil ich aus Versehen mal noch nichts gebaut habe, was irgendwie... So, jetzt sind die aber wenigstens hin. Dinger ersetzen mal schnell. Ah, bin ich hier echt eingekreist von so dämlichen Mistdingern? Das gibt's doch alles nicht. Haben die mir hier echt so einen Generator kaputt gemacht, ja? Schweinerei, sag ich da nur. So, kommen jetzt hier ran an die Panzer. Mach die kaputt. Mach die kaputt, los! Die dürfen mich nicht noch mehr kaputt machen. Los, kaputt machen, habe ich gesagt. Alles. So, dann fahre ich mal mit den Schiffen zu ihm rüber. Schau mal, was er da so alles macht. Ich würde mal vorschlagen, dass er wahrscheinlich eine Basis aufbaut. Mir so dämliche kleine Mini-Panzer schickt. Irgendwie ruckelt es jetzt gerade ein bisschen. Finde ich nicht so nett. Es ist aber auch alles nicht schön. Ja, ist ja meine eigene Schuld. Also, habe halt einfach vergessen, irgendwie eine Abwehr zu bauen. Kann mal passieren. Sollte nicht, aber kann. Diese blöde Fabrik hier wird auch irgendwie nicht fertig. Können wir mit dem Commander mal noch ein paar von den Dingern bauen. Von den Marinefabriken. Ah, da kommt nämlich auch schon der Commander. Schießt auf den Commander, nicht auf irgendeine dumme Kanone, ey. So, wo sind denn meine Tech 2 Flugzeuge? Baue ich nämlich jetzt mal schnell hier erstmal die Metallspots aus, damit ich die Metallversorgung ein bisschen ankurble und dann bauen wir mal große Bomber. Von den kleinen habe ich jetzt wie viel? 14. Da lässt sich noch nicht so viel mit anfangen. Die Schiffe sind jetzt auch nicht unbedingt die stärksten. Aber zumindest kann ich seine Flugzeugfabrik kaputt machen. Wenn ich dann ein paar von den großen Bombern habe, dann sollte die Sache eigentlich auch relativ bald gegessen sein. Kann ich den Commander eigentlich angreifen, wenn er so unter Wasser ist? Nee, ne? Nee, Kleiner. Ist nicht. Du baust hier nichts, hallo? Ich hab dir nicht erlaubt, was zu bauen. Ist gar nicht, was du hier vorhast. Genau, dann baue ich mal das von den großen Schlachtschiffen noch ein paar. Leute, hört mal auf den Commander zu schießen. Ich habe die ganzen Flugzeuge ja hier nicht umsonst gebaut. Scheiße. Scheiße, nein! Stopp, 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 stopp! Nein, da war er tot. Ach, Mist. Kann man nichts machen. Ich bin einfach zu gut. Ich gewinne auch, ohne dass ich es will. Gegen die KI. Mit zweifachen Ressourcen. Gut, habt ihr gesehen. Also, wenn ihr einfach mal so ein bisschen ausprobieren wollt... Einfach mal ein Spiel starten und entspannt eine halbe Stunde ein bisschen zocken, ohne dass ihr euch groß Gedanken machen müsst.
dass ihr sofort vernichtet werdet nach ein paar Sekunden, dann sind die Einstellmöglichkeiten wahrscheinlich das Richtige für euch. Wir können ja nochmal kurz Review the Game machen, uns nochmal die Basis des Gegners angucken. Puh, war jetzt gar nicht so viel. Also, ihr seht schon, in der gleichen Zeit, in der ich dann halt, selbst als langsamer Spieler, wie wir schon festgestellt haben, dann doch halt so eine Basis hier aufgebaut habe, ohne mich groß anzustrengen, hat der Gegner halt das hier gehabt. Kann ja mal irgendwie gucken. Puh, so viel besser war es halt vorher auch nicht, bevor ich mit den Schiffen gekommen bin. Also, ich habe da hinten nur ein paar Kanonen kaputt gemacht. Links im Bild. So richtig viel hatte er jetzt nicht. Obwohl er problemlos sich hätte hier noch ein bisschen ausbreiten können. Also er hätte ja auch hier in die Richtung expandieren können. Man weiß nicht, vielleicht hat es ihm auch geschadet, dass er im Wasser gestartet ist. Naja, wie gesagt, auf jeden Fall, es macht Spaß. Kann man mal 20 Minuten spielen oder eine halbe Stunde oder so. Ich finde, es wird auch total unterschätzt, wie viel Freude es bereiten kann, einfach mal total überlegen zu sein. Weil man eben nicht die ganze Zeit den Stress hat, dass es eine Herausforderung ist, sondern es ist eben keine Herausforderung. Es macht eben einfach Spaß, in Ruhe auszuprobieren, wie die Einheiten alle funktionieren. Und es ist halt auch cool, mal relativ ohne gegnerische Angriffe seine Basis ausbauen zu können. Das kann man nicht oft machen, das wird mir auch langweilig nach dem zweiten Mal. Aber jetzt mal so einmal die Woche oder alle 2 Wochen kann man mal so ein Spielchen machen. Oder eben auch gegen die KI spielen mit mehreren menschlichen Leuten im Koop. Das ist ja auch was sehr Lustiges. Ich meine, so spielen wir seit Jahren Supreme Commander. Zusammen mit unseren ganzen Kumpels. Also das geht schon. Und ja, wenn man, wie gesagt, keinen Stress haben will, dann kann man die KI sozusagen ein bisschen runterregeln. Und das ist schon eine ganz ordentliche Sache. Ich meine, die KI, die hat jetzt nicht viel zeigen können, was sie machen konnte. Das werden wir vielleicht in ein, 2 Wochen nochmal probieren. Mit einer stärker eingestellten KI auf einem größeren Planeten, vielleicht auf einem Mond oder so, oder auf einem Metallplaneten, wo jetzt nicht dieser Faktor Wasser noch dazukommt, wo die KI traditionell nicht besonders stark war in dem Spiel hier. Bisher. Mittlerweile sollte sie es eigentlich können. Gezeigt haben hat sie es noch nicht. Also sie hat im Wasser gestartet und hat keine Schiffe gebaut. Ist schon schwierig, ne? Also vielleicht probieren wir das nochmal auf einem reinen Landplaneten, aber jetzt kommen erstmal wieder ein paar Folgen mit und gegen andere Menschen. Ob ich das nächste Mal wieder alleine gegen die KI antrete, weiß ich noch nicht. Vielleicht auch mit jemand anders zusammen im Koop. Werden wir sehen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen und wir sehen uns bzw. hören uns am Samstag wieder. Gott, wollte ich euch einen Tag später erst die Folge geben. Nein, Samstag natürlich. Bis Samstag, macht's gut.